wollte jetzt die Folge nicht so massiv überziehen. Also den Tempel der Aphrodite mache ich auf jeden Fall heute noch im Stream fertig. Aber danach höre ich auf. Ich habe leider nicht die perfekte Orientierung, weil der Tempel bedeutend größer ist als die anderen Gewölbe. Da ist ein Samen. Da kann ich die Kugel bestimmt spawnen lassen. Und alle Sachen in dem Spiel sind schön. Also die Abschnitte sind alle schön designt. Ekelhaft, oder ich kann dem Spiel viel zu wenig Schlechtes abgewöhnen. Ätzend. Aber hat man sowas schon? Okay, dann hört das wieder auf. Aber wofür soll das denn gut sein? Achso, damit ich später, glaube ich, einen Durchschuss machen kann von hinten. Also Ubisoft hat noch nicht, also man kann ja viel sagen, aber Ubisoft-Spiele sind ja nicht immer total kaputt. So doof, die den Samen richtig anzuvisieren. Nehme ich halt erst das Ei.
Also klar, man kann immer sich ein bisschen stärkere Rätsel wünschen und so weiter und so fort. Und ja, es hat natürlich Anleihen zu Zelda. Aber dennoch. Lieber ein rundes Spiel, was ein bisschen geklaut hat, als ein, ja, eine komplett neue Schöpfung mit einem hohen Risiko. Da haben die schon das Richtige gemacht hier. Möge der finanzielle Erfolg ihnen nicht vergönnt sein. Muss bestimmt von ganz oben runterschießen, um die Wurzel zu zerstören nachher. Waschechtes Zelda für einen PC wäre nicht schlecht. Ach, das stimmt wohl. Die Entwickler wollen ja meistens keine Kopie machen von etwas. Was dann heißt, was ist das Alleinstellungsmerkmal? Blizzard war es immer egal. Blizzard hat sich den Markt angeguckt, hat irgendwas genommen und hat es dann so weit verbessert und da Zeit reingesteckt, dass das allen gefällt. Das Ding hinten ist noch gesperrt. Deshalb, und das ist meines Erachtens wirklich ein Spiel, was sehr nah daran kommt, als es ein Spiel ist halt, ne? Es ist nicht zu ernst. Man wird gut unterhalten. Ich sehe, da ist eine Kiste. Der Humor ist nicht zeitgemäß. Das ist aber gut so. Das ist ein richtig schönes, angenehmes Feierabendspiel mit dem richtigen Anspruch. Und zwar für alle Altersklassen. Bei Ubisoft hat sie einiges verschoben. Und dann kam noch Corona dazu. Und ich glaube, das hat alles ineinander gespielt, weshalb Sachen sich alle ein bisschen verschoben haben. Ares meint, er hätte mich im Griff. Aber ich komme jederzeit raus zum Spielen. Hier ist wenigstens der Indikator, wann man schießen muss. Man muss nur erwähnen, es ist von Ubisoft. Ja, es ist von Ubisoft und sie haben die richtigen beiden Spiele kombiniert. Obwohl Ubisoft macht immer ein bisschen Risiko. Das Kombispiel Mario und Rabbids für die Switch. Da hast du auch dran gemerkt, dass sie sich richtig Gedanken gemacht haben. Und das ist ja auch ein richtig gutes Taktikspiel gewesen. Ich kann es nur betonen. Klar, das Setting ist halt so ein bisschen... Ne, Mario mit Guns hat vielleicht nicht jeden angesprochen, aber es war vom taktischen Anspruch war es ein richtig gutes Spiel. Ich habe es dann auf der Switch eine ganze Zeit weitergespielt. So, jetzt wäre ich fast ins Loch gefallen.
Obi ist falsch gelaufen. Hat das eine Karte? Natürlich nicht. Ach, die Kugel brennt. Vor allem hätte ich die einfach übrigens ziehen können. Das ist das Ding, wie du das hier machst. Habe ich vorher nicht dran gedacht. Dazu aber, du musst ein Spiel irgendwann rausbringen. Also irgendwann lohnt es sich nicht mehr zu warten. Kennt sich das Sachen verschlimmbessern? Aber manche Leute kommen auch nicht dazu, von ihren Sachen abzulassen. Zum Beispiel der RimWorld-Entwickler. Der hat gesagt, wir hören jetzt auf, Version 1.0. Wir machen jetzt nur noch Bugfixes und jetzt lassen wir die Modder das machen. Was passiert? Er bringt trotzdem Updates mit neuen Content. Und zwar eigenständige DLCs ein bisschen, aber es lohnt sich halt. Upsala, mein Fehler. Von wem auch sonst. Ist ja sonst keiner da. Du musst aber dafür auch den Erfolg haben. Wenn das ein Überraschungserfolg ist, kannst du auch, sag ich mal, wenn du ein Drei-Mann-Team oder so hast, kannst du da ewig dran weiterentwickeln, weil das Kapital halt einfach da ist. Hierbei fließt so viel Geld vorher rein, das musst du erstmal leisten, bevor da irgendwie man nochmal überlegt, wir sollten vielleicht doch nochmal was machen dafür. Deshalb wollen ja Leute eigentlich keine AAA-Titel produzieren mehr. Also du kriegst kein Investment für große Titel. Heilige Feuersbrunst! Ich glaube, das war der letzte. Ja. Dann verhelfen die Aphrodite zu ihrem freigeistigen Ich zurück. Das Thema hatten wir schon mal. Was Invest ist einfach zu risikoreich. Und du kriegst da zu wenig Kohle raus. Deshalb sagt man A+ oder AA oder was auch immer. Ist einfach besser. Investierst 1 Million in irgendein kleines Projekt, wenn das ein Bombenspiel wird, holst du 2 Millionen raus. Lohnt sich aber eher, als wenn du, 50 Millionen in ein Spiel investierst und am Ende hast du mit Marketingbudget und alles 100 Millionen ausgegeben und plötzlich stehst du da und machst vielleicht ja gerade die 100 Millionen wieder rein. Als könnte ich jemals jemanden wie Hephaistos lieben. Ich meine, allein sein Gesicht könnte ganze Flotten versenken. Und untenrum, sagen wir, da herrscht auch eher Flaute. Minecraft ist immer noch ein Minigame.
Ich wollte Aphrodite nicht so unter Druck setzen. Manchmal glauben wir, wir handeln aus Liebe. Dabei versuchen wir nur, unsere eigenen Wünsche durch andere zu erfüllen. Willst du sagen, ich wünsche mir eigentlich jemanden, der mich beschützt? Nicht wirklich, nur... Oh ja, das stimmt. Ich muss immer für alle stark sein und niemand kümmert sich um mich. Es ist so schwer, Prometheus. Ich würde dich umarmen, aber ich bin angekettet. Du stehst gleich einem schweren Gegner gegenüber. Da bin ich ja mal gespannt. Muss es denn ein fliegender Gegner sein? Ach, ich weiß schon, wie es gedacht ist. Gezwungen, was beeindruckend war. Da dachte ich, der Typ ist Schwiegersohnmaterial. Aber er war doch schon dein Sohn. Das war das eine Mal, dass man es ihm angemerkt hat. Er ist Schwiegersohnmaterial, aber er war doch schon dein Sohn. Getötet habe. Komm jetzt gerade nicht dran. Der Zwietracht hat das bewiesen.
sollte gefeiert werden und nicht weggespielt. Ich hab Schlimmeres erwartet. Vor allem, weil fliegende Gegner halt echt ätzend sind. Geist muss ja nicht hoch. Ich wollte nur gucken, vielleicht hat sich ja was versteckt. Auf. Ein leichter Parfumhauch wehte vorbei. Dieser Geruch, als hätte man Verlegenheit, Macht und Angst zusammengemischt. Es war Aphrodites Essenz. Pur, fesch und unverfälscht. Endlich, mein Mojo. Beeindruckt von den Gedanken der Eifersucht, die im Gewölbe widerhallten, war Phoenix entschlossen, Aphrodite mit ihrer Essenz zu vereinen. Und dann kriege ich die dritte Segensstufe von ihr. Willst du was kaufen? Ich hätte da. Ich wusste, ich hol deine Essenz zurück. Daran hatte ich keinen Zweifel. Aber
Denkst du jetzt anders über mich, wo du meine dunkle Seite kennst? Keineswegs. Ich freue mich, dein echtes Ich kennenzulernen. Und im Ernst, Hermes Frisur ist wirklich komisch. Bitte, was? Oh gut. Dann bin ich bereit. Mögen deine Leidenschaft und Liebe für immer grenzenlos sein. Erhebe dich, goldene Göttin Aphrodite. Jetzt Tanz. Sprachlos? Verstehe ich. Unfassbar, dass du mich erst überzeugen musstest, diese Gestalt wieder anzunehmen. Oh, ohne dich hätte ich auf ewig die Fähigkeit verloren, mich selbst zu lieben. Tja, die habe ich dir schon vor langer Zeit gestohlen. Offensichtlich. Du hast dich viel zu lange nur mit dir beschäftigt. Vielleicht solltest du mal diese Toga waschen. Ach, willkommen zurück. Phoenix, bitte nimm meinen letzten Segen zum Dank. Bereit, Typhon zu besiegen? Ich brenne darauf, dieses scheußliche Monster zu erledigen, das meine Schönheit gestohlen hat. Zuvor brauche ich aber noch einmal deine Hilfe. Was kann ich tun? Typhon brachte 4 mystische Kreaturen mit sich aus dem Tartaros. Sie peinigen für ihn die Wesen der Goldinsel. Ich wäre dir dankbar, wenn du sie im Kampf besiegen und damit ihre Herrschaft beenden würdest. Eigentlich wäre es mir egal, aber ich fürchte, ich bin weich geworden. Ich kümmere mich darum. Natürlich wirst du das. Viele Elektros, die dir die Taschen schwer machen? Die ist so schön, wie die Sagen gesagt haben. Da habe ich nur 2 Blitze. Mit 4 Münzen kann ich auch nichts anfangen. Ares muss befreit werden. Und Athena und Hephaistos. So, und 2 der besten habe ich ja schon besiegt. Ich denke mal, die Bestin, darauf werde ich speziell hingewiesen, weil die mir die roten Kristalle geben, um die Waffenverbesserung zu kriegen. Also du brauchst zwar auch blaue kriegst du aus normalen Kämpfen. Und die roten brauchst du halt auch noch zusätzlich. Und ja, es ist noch ein bisschen was zu tun. Also das Spiel ist noch nicht, noch nicht vorbei. Callisto, der legendäre Bär. Erkennst du Callisto wieder, Zeus? Sie war eine so lebhafte Frau. Schlimm, dass Hera sie in eine Bärin verwandelt hat. Ja, fast so schlimm wie du, als du Callisto zu einer Romanze verführt hast, indem du dich als Artemis ausgabst. An ein bisschen Pfeil und Bogen ist doch nichts verkehrt. Ich wusste ja nicht, dass Hera es herausfindet. Sie findet es immer raus. Jedes Mal, Zeus. Richtig. Oh!
hält zwar viel aus, aber ich auch. Timing war schon mal besser. Bin schon gespannt, was die in den Season Pass reinpacken wollen. Weil am Season Pass ja noch 3 weitere Abenteuer wohl kommen sollen. Ich hoffe, das wird nicht so Kleinkram. Ubisoft wird da nicht recht mit seiner Taktik. Wäre schön, wenn Ubisoft sich da ein Beispiel nehmen würde an den. Das war ein harter Kampf. An den Witcher-Machern. Wo das Spiel durch die Add-ons einfach besser wird. Kombo-Anzeige erhält nach 84 Treffern eine 4. Kombo-Phase. Warum nicht? Bei Net-On gehst du zum Olymp, macht ja auch Sinn. Nach China und nach weiß ich nicht mehr. Tödliche Schleichangriffe beenden Phosphormantel nicht. Schöne Sache, aber ich habe den Phosphormantel immer noch nicht. Du bist ja die ganze Zeit in der Zwischenwelt zum Hades. Also wer weiß, ob du nicht später hier nach, also runter gehst zu Hades, deshalb. Könnte ja sein, dass das noch im Plot hier drin ist. Nur mal ganz kurz gucken, was ich hier übersehen habe. Hier fehlt mir nämlich die Kiste. Kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen, weil das ist Stufe 1 Abgrund. Ne, das war ja nicht mit Pfeilen dahin springen. Genau, es war hier, Weil dieses dämliche Rätsel, aber die Kiste hängt da hinten. Du musst eigentlich rüberspringen und dich dann da um die Sachen kümmern.
starten nochmal von vorne. Ah, verdammt! Ich habe vergessen zu wechseln. Sie haben es verändert. Wenn der Ball runterfällt, geht der automatisch hier oben wieder rein. Weil ich das erste Mal drin war in der Preview-Version, musstest du die Taste drücken. Da hat es das Problem, dass du nicht genau wusstest, welche Taste der richtige Ball ist. Ha, und jetzt habe ich das Problem, dass ich doch wieder eine Taste drücken muss. Scheiße, und ich habe den falschen zurückgesetzt. Na komm, beweg dich, Fettarsch. Das Zeus-Ding haben wir ja schon. Ich hatte früher, glaube ich, noch nicht die Flügel zu der Stelle. Und deshalb war es für mich nicht ersichtlich, dass ich hier rüber hüpfen kann einfach. Das Kugelspiel ist nur mitgemacht, damit ich jetzt hier oben einfach wieder rausgehen kann. Und ja, man kann sich auch einfach so aus dem Gewölbe raus teleportieren. Alles gut, Hund. Ich habe nichts zu essen in die Hand genommen, damit du nicht mich jetzt anbettelst weiter. In einen Busch. Oh, Hund, das ist jetzt gerade nicht hilfreich.
Kletter einfach. Stinker. Öppchen. Oder auf Couch. Oder ins Bett. Ach, da ist das Vieh. Also hat Typhon den nemeischen Löwen vereinnahmt, nachdem Herakles ihn gehäutet hat? Als Herakles ihn nicht erlegen konnte, hat er ihn mit seinen eigenen Händen erwürgt. Klingt nach ihm. Hera hatte den Löwen als Plage auf die Menschheit losgelassen. Manchmal ist sie einfach scharf. Ich liebe den Slow-Mo-Effekt. Hinfort mit dir, Löwe! Und so waren alle mythischen Bestien besiegt. Aphrodite würde das sicher gefallen. Fass ich nicht, dass mich auf der Startinsel immer noch was versteckt. Ich werde bestimmt hier kein 100% schaffen, weil ich irgendwas definitiv übersehen werde mit der Zeit. So, das ist ja die Geschichte, die wir für Ares machen müssen. Das werden wir nächstes Mal angehen. Na?
So viel dazu. Was habe ich denn bekommen? Was kann der? Phosphorklon explodiert und richtet 336 Schaden an. Und das erste, was wirklich ein bisschen schöner aussieht als sein Standardmodell. Als Flammenvogel. Du bist ja noch schöner als sonst, Aphrodite. Auch wenn ich die Halle der Götter liebe, was ich ehrlich tue, verträgt sie etwas mehr von mir. Kein bisschen, eine Menge. Gut zu wissen, Herzchen. Ich fange nämlich gerade erst an. Ich habe Typhons Kreaturen besiegt, wie du wolltest. Oh, schön zu hören. Du hast nicht zufällig ihre Felle mitgenommen? Ups. Ich könnte einen neuen Mantel gebrauchen. Nein, hab ich nicht. Ich sammle sie einfach selbst ein. Diese Kreaturen waren scheußlich, aber ihr Fell ganz wunderbar. Du wolltest aber nicht, dass ich sie nur wegen ihrer Felle töte, oder? Natürlich nicht. Für wen hältst du mich? Hermes, die Felle sind bereit. Na endlich! Bitte schön, Phoenix. Eine Belohnung. Sie trägt Fell. So eine Sau. Und es fehlt mir ein roter Stein. Ich fasse es nicht fürs Upgrade. Um wenigstens eine Waffe wieder höher zu kriegen. So, machen wir an der Stelle den Break. Was darf sein, Phoenix? Leider kein Einhorn. Ach, Bote des Regenbogens. Das ist schon sehr einhornhaft. Dafür müsste ich die kleinen Nebenmissionen machen. Einige. Ah, das haben wir schon gemacht. Alle Eliminierungszellenprüfungen. Man muss sie nur anklicken, das haben sie aber nicht gut gemacht. So, schießt alle Gewölbe des Tartarus normal ab. 22 Stück. 10 Reittierrassen. Finde und öffne normale Truhen. Öffne bewachte Truhen. 7 Stück. Sammle Ambrosia 25. Ich glaube, ich war von der Power her ein bisschen underpowered schon. Schließe Fresco-Herausforderung ab. Vor allem kriege ich jetzt lauter Waffen auch daraus. Das ist egal. Willst du was kaufen? Ich hätte da was. Neue Optiken.
Weil wenn das Herausforderungen sind, die ich, sag ich mal, nebenbei eh schon mache, warum laufen die einfach nicht schon ab? So. Noch mehr Gesundheit. Blitze des Zeus waren jetzt nicht genug dabei. Ich glaube, nee, eine neue. Ach doch, eine neue Axt. Nee, stimmt gar nicht. Es ist nur die Axtverbesserung gewesen. Jetzt habe ich nämlich durch den vierten Rang der Äxte die zweite Bonusfähigkeit. Führt bei perfekter Parade 100% eines Gesundheitsfelds auf. Plus 100% Betäubung mit perfekter Parade. Plus 50% Betäubung mit Axtspalter. Betäubung mit Axtgegenangriff. Die des Wächters? Hier sind Anpassungen. Echt? Die Axt des ruhmreichen Wächters? Ne, das müsste... Ah ne, kann sein, dass sie vorher nicht da war. Ich bin jetzt nicht 100% sicher. Gesträubter Pelz führt bei Treffer mit Komboabschluss 9% eines Gesundheitsfeldes auf. Bei Treffer mit Komboabschluss zusätzlich plus 2 auf Komboanzeige. Ah, ich wollte nicht anpassen. So, jetzt machen wir an der Stelle wirklich den Break.